Grüß Gott. Wir, die Verwandten von Aloysia Leitenmüller, haben heute die Ehre, ihrer und gemeinsam mit Ihnen zu gedenken. Mein Bruder Karl hat die Biografie geschrieben und erforscht, die im Gedächtnisbuch drinnen ist. Ich bin Regina Kuhnstutter, die Nichte von Aloysia. Und meine Mama Stefanie, bitte näher zum Mikrofon gehen, waren die älteren Schwestern von Aloysia, die beide über 94 Jahre alt geworden sind und erst vor ein paar Jahren verstorben sind. Im Gedächtnisbuch auf der letzten Seite, noch ein bisschen mehr, ist auch ein Foto von meiner Mama mit ihrer Mama und der Tante Rosi, den Schwestern von der Aloysia. Also wir haben jetzt die Aloysia nicht mehr persönlich kennengelernt, weil sie ja im Oktober 1940 mit 14 Jahren in Herzheim ermordet wurde. Sie ist am 22.04.1926 in Kleinzell-Mühlkreis, in deinem auch, also Mutterhaus und Geburtshaus auch geboren, mit ihrem Zwillingsbruder, der aber leider schon tot auf die Welt kam. Wahrscheinlich dadurch hat sie viele Ohrinfektionen gehabt, schon von Kleinkind an, und es entwickelte sich ihr eine starke Hör- und Sprachbehinderung. Finanziell wie geografisch war einfach eine Förderung von einem behinderten Kind damals nicht möglich, also zumindest nicht für die Familie Leitenmüller. Sie hat in der Familie dann gelebt bis zu ihrem 14. Lebensjahr, war dann schon in ihrer Pubertät recht eigensinnig und ist immer wieder davon gelaufen. Und es bot sich dann 1939 staatliche Förderung an, und die Eltern haben dann sie mit, als sie 14 Jahre alt war, im Juni 1940 ins Internat zu den guten Hirtinnen nach Baumgartenberg gegeben, damit sie dort einfach in einfachen Hausarbeiten angelernt werden konnte. Leider kam es anders, also sie war ein paar Monate dort, aber Anfang Oktober 1940 ist sie vom Naziregime nach Niedernhardt überstellt worden. Die Schwester Rosa hat sie dort besucht und bemerkt, dass sie ganz verstört war, und dann wollte sie die Familie auch wieder nach Hause holen. Das wollten die 14 Tage später machen, aber die Aloysia war dann verschwunden und man wusste auch nichts von ihrem Aufenthalt oder wo sie geblieben wäre. Erst ein Jahr später kam dann auf Urgieren der Mutter ein Schreiben, dass sie in Deutschland an einer Pneumonie verstorben war, was natürlich nicht gestimmt hat. Wir haben dann 2004 oder 2005 hat mein Bruder Karl in Herzheim herausgefunden, dass sie eben dort im Oktober 1940 schon ermordet wurde. Ja, ich habe mir so Gedanken auch darüber gemacht, ich arbeite mit psychisch kranken Menschen, und ich merke immer so, dieses Eingedenksein von Menschen, die ein außergewöhnliches und schweres Schicksal haben, und es ist auch in der systemischen Therapie ein ganz wichtiger eine wichtige Idee, dass wir denen einen guten und einen vor allem würdevollen Platz geben. Das ist sowohl für den Ausgleich für das jeweilige Familiensystem wichtig, in der Sippe wichtig, auch als für uns als Kollektiv. Und ich bin hoch erfreut, dass wir alle hier mitwirken, um dies zu tun, dass es würdige Plätze gibt, wie hier die Veranstaltung, dass es den Mariendom gibt, das Linzer Schloss, wo dieses Gedenkbuch aufgelegt wird und für alle ersichtlich diese Biografien dann sind. Und wir fühlen uns auch sehr geehrt, als Zeuginnen und Zeugen aller dieser porträtierten Menschen hier einzugedenken und ihnen somit die Würde wiederzugeben, die ihnen brutal geraubt wurde. Ein herzliches Dankeschön an das Engagement aller Mitwirkenden in dieser Zeremonie. Und ich glaube, die Aloysia, die hat Freude mit uns. Dankeschön.